Aber das ist eine C-Klasse, Mann. Wie kann der so affig schnell sein? Ach, jetzt bremst er. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Komm her. Jetzt hab ich dich. Jetzt hätte ich dich gehabt, Mann. Boah, ohne Rücksicht auf Verluste. Da hatten wir keine Chance. Nein! Ja, aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich hätte ihn doch noch gekriegt, Mann. Boah. Alter. Oh, nee. Aber das war gescriptet. Das hätte... muss so sein. So, Spurensuche. Haben wir jetzt ein neues Auto? Nee. Wir nehmen mal... ja, wieso nicht? Oh, jetzt fahren wir in der Nacht. Schönes Ding. Können auch Fernlicht ein- und ausschalten. Ja, deshalb Highway Susanne, habt ihr Nights. Was über den LKW und seinen Fahrer? Das ist der LKW einer Spedition und die ist in letzter Zeit wohl öfter überfallen worden. Der Fahrer sagte, bei ihm sei es sogar schon das dritte Mal. Okay, danke, Susanne. Dann schauen wir uns die Spedition nochmal an, oder? Ja. Ist auch nicht allzu weit weg von hier. Fahren wir da mal hin. Oh, oh. Ach, die gehen nicht auf. Okay, jetzt ist offen. So, fluchtgerecht parken. Damit wir direkt wieder weg können. Könnten. Chefin, hier ist Ben. Haben Sie bei der Spedition mit jemandem gesprochen? Ja, wir haben mit dem Chef gesprochen. Es sind immer LKWs angegriffen worden, die besonders wertvolle Fracht hatten, wie PCs, Plasmafernseher, Kameras. Also waren die Überfälle geplant und nicht wahllos. Der Chef meint, dass jemand mit Insiderwissen dahinter stecken müsste. Er hat sogar einen seiner Fahrer im Verdacht. Und den wollen wir jetzt ausfindig machen. Okay, Ben, halten Sie mich auf dem Laufenden. Okay, dann Sie finden mir, wir der Fahrer sitzt jetzt auf dem Bock. Wie finden wir den möglichst schnell? Klassische Ermittlungsarbeit. Du meinst abklappern? Genau. Ach, gibt es nichts Schöneres, als einfach mal eine Weile durch die Gegend zu klappern? Ich mach das Blaulicht an, sonst wird das nix. Wir müssen ja die LKW sowieso anhalten, dafür brauchen wir eh das Blaulicht, sonst verpenne ich das wieder einzuschalten. So, keine Leute umfahren. Oh, das Schild lassen wir auch mal stehen, ausnahmsweise. Oh, sorry. Alter! Alter! Habt ihr gesehen, wie der auf mich zugehalten hat? Das ist er nicht. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Du bist da, um Leuten das Leben zu retten, nicht um sie noch mehr in Gefahr zu bringen, Alter. Das meine ich mit KI ist ziemlich dumm. Sie ist sehr, sehr dumm. So, das... wow. Das ist übrigens der erste Teil von meinem Let's Play, den wir von der Alarmgruppe 11 Serie, die wir Let's Playen werden. Es gibt ja, ich habe vier Teile. Ich habe Crash Time, der Vorgänger eigentlich von dem hier. Dann habe ich das hier. Dann habe ich das Syndikat und Undercover. Wenn wir... wirst du wohl anhalten? Als ob er mich nicht gesehen hätte, Mann. Verpiesel dich, Alter. Halt an. Genau. Also wir werden wahrscheinlich... der ist es auch nicht. ...ziemlich sicher alle vier Teile durchspielen. Crash Time vielleicht auch noch, aber da habe ich noch ein paar Performance-Probleme. Deshalb lassen wir das erstmal, weil es ist noch älter. Alter, scheiß die Wand an. Das ist noch älter als das. Und ja, die Engine... ja... ist nicht so prickelnd. Vor allem mit einem nagelneuen PC vertragt sich das nicht so mit der... ups, mit den neuesten Grafikkartentreibern. Deshalb habe ich gedacht, wir steigen direkt auf das hier um. Hier habe ich so im Normalfall 50 FPS, außer gerade jetzt habe ich 30, was auch reicht. Und im Ausnahmezustand habe ich auch mal noch kurz 16. Ja. Dann
Genau, es gab noch einen Teil dazwischen, vor dem hier und, nee, nach dem hier. Das war Burning Wheels. Das habe ich allerdings nicht. Werde ich mir auch nicht extra nochmal zutun. Das habe ich einfach nicht. Genau, danach kommt das Syndikat. Ich denke, das ist so ziemlich das längste Alarmcomputer, was hier entwickelt worden ist. Und ist aber auch ein ziemlich geiles Spiel, wie ich finde. Mit... Wow, Alter! Das Lenkrad hat gerade selbst ausgeschlagen. Ich habe nicht gelenkt. Ich bin Genie. Der nächste, bitte. Nitro. So. Genau, also wir werden noch ein bisschen zu tun haben in der Alarmcomputer 11 Serie. Ich werde das einfach immer zwischendurch so ein bisschen einschieben. Wenn ich gar kein Projekt habe, was ich Let's Playen könnte, dann werde ich so den Cobra 11 Let's Play einschieben. Genau, jetzt momentan haben wir kein Let's Play. Ich hoffe, ich bete, dass Rockstar Games anfangs... Ben, ich glaube, das ist er. Endlich. Anfangs Jahr oder Frühling oder Sommer oder wann auch immer. Ich hab Heimweh. Komm, lass uns... Halt's Maul! Du bist doch schon ein großer Polizist. Ich will aber... Na gut. Dass die halt nächstens mal das GTA 5 für PC rausbringen, weil... Dann werde ich das auf jeden Fall auch Let's Playen. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass der jetzt Instagram... Halt die Backen. Unwahrscheinlich. Sonst hätte er uns wohl kaum das Handy gegeben, das er nach dem letzten Überfall gefunden hat und einer der Täter verloren haben muss. Also mal sehen, ob uns das Schnurlose weiterhilft. Ohne PIN wirst du da wohl nicht drin schnüffeln können. Warte. Tata! Kein Zugangscode. Ah, schon was gefunden? Hier ist eine SMS. Eine Verabredung mit Charlie morgen auf dem Rastplatz. Vielleicht zum Truckerfrühstück? Wer weiß. Sind Sie ruhig? Ich darf auch mal quatschen. Geile Scheiße. Nee. Ja, also ich hoffe, dass Rockstar Games bald das GTA 5 auch noch für PC rausbringt. Dann können wir das Let's Playen. Wahrscheinlich nur den Online-Modus, weil Story-Modus wird es jetzt schon genug Let's Plays geben. Außer ihr wünscht das natürlich. Außer ihr wollt, dass ihr von mir halt auch noch so ein Single-Player-Kampagnen-Let's Play sehen wollt. Könnt ihr das natürlich kriegen. Obwohl schon übelst lange dauert das Spiel. Bierlaster können wir jetzt fahren? Geiler Scheiß. Können wir... Ah, wir können den doch nicht fahren. Aber wir haben ein neues Auto frei, den B32 Kombi. Nehmen wir ihn. Hey Mike, alles fit? Hey Semir, ein schöner Zufall. Aha, wieder was ausgefressen, warst du zu schnell. Na klar, ist aber nicht das Problem. Seine Politesse hat mir ein Knöllchen verpasst. Verstehe. Und jetzt willst du mir sicher verraten, wo ihr eure nächste Happy Hour habt? Nö, wenn ich mein Duell gegen Tito gewinne, kann ich das Knöllchen ja bezahlen. Okay, Mike. Was bietest du dann? Ich plaudere ein klein wenig aus, wenn ihr mich zur Werkstatt meines Kumpels bringt. Wir fahren in Polizeiwagen, kein Taxi. Schon klar. Aber ich brauche noch ein Zeugenschutzprogramm. Du bist wirklich unwiderstehlich. Na los, steig ein. Okay. Der Job heißt Tank. Stopp. Wir nehmen den Einsatz natürlich an. Alter, und es laggt wieder. Danke. Irgendwie immer nach diesen komischen Cutscenes. Okay, Mike. Dann plaudere mal ein bisschen. Boah, ich halt's Maul. Da sind vor ein paar Wochen zwei ganz, ganz schräge Typen aufgetaucht. Du meinst bei euren geheimen nächtlichen Aktivitäten oder im Club? Sie sind offizielle Mitglieder im Tuner-Club. Ihr seid doch alles schräge Typen. Die sind besonders schräg. Sie sind immer zusammen unterwegs, scheinen keinen Job zu haben. Basteln den ganzen Tag an ihren Karren. Und denen von anderen. Aha. Und du weißt nicht, wo das Geld für die Teile herkommt? Nee, aber muss einiges an Kohle sein. Und sie stecken es nicht in Leistung, Lautstärke und Politur. Wohin denn? Sie verstärken und sichern die Karossen. Sie basteln Fernsteuerungen, können die Wagen fahren lassen, ohne selbst am Steuer zu sitzen. Und du denkst, da ist was im Busch? Bin mir ziemlich sicher. Ich hab dann mal für einen etwas aus einem Wagen geholt. Und am Beifahrersitz lag eine Waffe. Eine Waffe? Müller und Schulz, 9mm.
Kannst du die beiden näher beschreiben? Keine Angeber, eher introvertiert. Nicht sehr gesprächig, bei den Duellen aber schon sehr brutal. Namen? Kann ich euch geben. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das falsche Namen sind. Kannst du sie für uns im Auge behalten? Schwierig. Ihr wisst ja, dass einige Jungs im Club sehr misstrauisch sind. Will nicht riskieren, dass ich als Spitzel aufliege. Wie wird man denn Mitglied in eurem Club? Einfach anmelden, Besitz eines getunten Wagens nachweisen, Jahresbeitrag zahlen und ein Rennduell gegen ein Mitglied fahren. Sorry. Was wie bei den Kaninchenzüchtern. Ja, Mitglied werden ist kein Problem. Aber Respekt und Anerkennung muss man sich erst bei den Jungs verdienen. Indem man vorne mitmischt? Am besten ganz vorne. Was ist, Emir? Steigen wir ein? Erstmal steigt Mike aus und wir prüfen die Namen. So. Ich muss mich noch ein bisschen ans Fahrverhalten gewöhnen, weil es handelt sich doch ganz speziell. Gut. Die Fälle. Ben Undercover. Oh, wir haben neue Autos. Nehmen wir mal den. Semir, Ben? Sie hatten doch von dem Autodieb einen Treffpunkt verraten bekommen, oder? Ja, Chefin. Und wenn wir an die Hintermänner kommen wollen, dann wäre das die Gelegenheit. Ich schätze, wir haben nicht genug in der Hand, um dieses Treffen mit Einsatzkräften abzusichern. Wir dachten eher daran, dass sich einer von uns als der Autodieb vorstellt. Er hat seinen Auftraggeber bisher nicht persönlich getroffen und den Wagen haben wir ja sichergestellt. Sie wollen undercover an die Hintermänner? Klar, warum nicht? Einverstanden. Aber das muss einer von Ihnen alleine machen. Ben macht das. Ben? Kein Problem. Also gut, aber seien Sie vorsichtig, Ben. Und rufen Sie Verstärkung, wenn es brenzlig wird. Verstanden. Okay. Annehmen. Dann sind wir jetzt an der Coverbulle. Der ist jetzt rot. Ach, das ist der Wagen, den wir von dem Typen abgeknüpft haben. Alles klar. FPS. Na gut, 30 gehen sogar. Moin, Kollegen. Ach, verdammt, die Kollegen. Oh. Halten die mich jetzt für den Autodieb? Ach, wenn ich jetzt anhalte und alles erkläre, dann bin ich ja nie im Leben rechtzeitig am Treffpunkt. Besser ich sehe zu, dass ich die Kollegen loswerde. Ja, ich dachte... Ja, okay. Manchmal soll ich das Denken auch unterlassen. Aber wir werden die mal ganz fix los auf dem Terrain des LKW-Ding der LKW-Institution oder wie das Ding auch immer heißt. Hier ist eine Sackgasse, Ben. Aufzug, ach so. Na, das wusste ich nicht. Ups. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel zwar nicht ganz blind, aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach du Scheiße. Ich dachte schon, das kommt. Geronimo! Das passt, komm, das passt. Yes! 50. Ja, das Auto geht sogar noch ganz gut. 50. Au! Autsch! Oh, geht sogar noch. Ein paar Kratzer. Ja, er sieht mich einmal nicht. Okay. Puh, das Problem bin ich scheinbar los. Hoffentlich bin ich noch rechtzeitig da. Also, ich wünsche mir auch so ein Auto, was nach einem Sturz aus einem Gebäude noch so ausschaut. Panzerauto. Das unzerstörbare Auto. Sorry, wieso stellt ihr euch immer in den Weg, Mann? Ja, Kleine, fällt von dem Gebäude, Kratzer. Fährt in ein Auto rein, Scheinwerfer im Arsch. Ist klar. Ja, wir hätten da nicht einfach vorne reinfahren können, wir müssen einmal rumrum fahren. Ist klar. Manchmal erkenne ich den Entwicklern an den Klatschen. Ich hab mir dich anders vorgestellt, Rico. Wollen wir zusammen ausgehen oder willst du die Karre? Schon gut, Kumpel. Ging alles gut über die Bühne? Na klar. Schau dir die Kiste an. War sogar noch in der Waschanlage. Ah, sieht gut aus. Was hast du denn mit der Nobelkarosse vor? Geht dich ja wohl nichts an. Entschuldige, klar. Meine Neugier ist eine Erbkrankheit. Du hast nicht zufällig noch so einen Job für mich?
Hätte ich. Aber dann will ich erst wissen, was du drauf hast. Bereit für eine kleine Fahrprüfung? Immer. Okay. Kommt anscheinend eine Fahrprüfung. Alles klar, Rico. Nimm meinen Wagen und tritt aufs Gaspedal. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, dass ich nicht den winzigsten Kratzer im Lack haben möchte. Selbstverständlich. Vertrau mir. Ja, ja. Hast du gesehen, wie der Wagen ausschaut, wie ausgeschaut hat? Brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich war sogar noch in der Waschanlage. Ja, die war sehr hart. Deshalb hat es zwei Kratzer. Also, die war die ganze Frontstoßstange und Motorhaube zerkratzt. Und hier fahren wir jetzt mit einem wunderschönen Porsche Cayenne Verschnitt, sollte das sein, aber das sieht für mich eher aus wie so ein VW Touareg. Also irgendwie so eine Mischung aus einem VW Touareg und einem Porsche Cayenne. So eine, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall Allrad betrieben, weil fährt sich affengeil. Kann man auch mal querstellen, wenn man will. Oh. Da, jo. Ja, das ist definitiv ein Allradauto. Yep. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Allrad. Halleluja. Nicht in mich reinfahren, danke. Und wieder anzieht. Mann. Sorry. Du wolltest nur keine Kratzer. Von Beulen war nicht die Rede. Und kaputten Scheinwerfern und kaputten Scheiben auch nicht. Also, heul nicht. Also, der Antritt von dem Wagen ist echt krass für so einen Karton. Zieht er echt gut. Da rein. Ich bezweifle ja, dass er uns nachher noch als Fahrer haben will. Aber hey, ist nicht meine Entscheidung. Also ich würde so einen Typen, der mein Auto killt und ins Wasser schmeißt, zum Teufel jagen. Das war jetzt Fail. Knapp daneben ist auch vorbei, war. Okay. Du hast's drauf, so viel steht fest. Was? Also, hast du noch einen Job für mich? Ja, ich melde mich morgen bei dir. Modell weiß ich noch nicht. Sag mal, du drehst die Nummer doch nicht alleine. Hast du feste Auftraggeber? Geht dich immer noch nichts an. Entschuldige, meine Erbkrankheit. Alter, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Bist ein echt guter Fahrer. Mhm. Glaube auch. Deinem Auto geht's gut. ich mache einen ganz kurzen Cut, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben den Alligator übrigens auch freigeschaltet in der Undercover-Variante. Hier auch mit Blaulicht vorne und hinten. Als Zivilfahrzeug. Den gibt's auch noch als Polizeiauto. So sieht er aus. Genau, so eine Holzkiste, wo Cobra draufsteht. Da müssen noch ein paar Räder dran geschraubt werden. Dann fährt das Ding. Ne, jetzt natürlich auch noch eine Polizei-Variante. Jetzt? Seh mir, Ben, die Chefin hat noch einen Job für euch. Ne. Was? Jetzt noch? Wir haben Feierabend. Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel, der nächste Woche hier stattfindet. Ja klar. Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein. Sie brauchen Geleitschutz. Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen. Die Leute sind jetzt nicht im Dienst. Alles klar, fahren wir zum Flughafen. Ja klar, die können pennen und wir müssen die Arbeit jetzt übernehmen oder was? Die mögen wir, ne? Na egal, fahren wir zum Flughafen, hilft eh nichts. Seh mir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird auch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Genau.
So, blaues Licht an und hinterher. Müssen Sicherheitsabstand von Minimum 20 Meter einhalten. Das sollte nicht allzu schwer werden. Mit dem Lenkrad ist das, finde ich, einiges besser zu fahren, weil hier darfst du halt nicht immer Vollgas geben, sonst sitzt du dem Typen da hinten im Heck. Und beim Gaspedal kannst du das halt wirklich schön dosieren. Ich kann hier Vollgas geben, ich kann Halbgas geben, ich kann nur ganz wenig Gas geben, damit es die Geschwindigkeit behält. Oder ich kann ganz loslassen, weil der Typ das Gaspedal nicht findet. Alter, Gaspedal ist unten rechts, meine Kollegen. Sieht aus wie so ein Russenauto. So ein Russenlimousine. Von wo ist die Föderation? Ich habe jetzt der netten Dame, der Susanne, leider nicht zugehört, von wo die Amigos sind. So. Fahren wir den doch mal hinterher und gucken, dass die sicher zum Hotel oder wo auch immer hinkommen. Ich sollte den nicht mit Nitro hinterherfahren. Oh, und ich bin stolz auf mich. Wir haben noch keinen Schaden verursacht. Wow. Ja gut, mit der Geschwindigkeit wird es auch schwer, irgendwo abzufliegen oder so. Ich hab Heimweh. Komm, lass uns zum Revier fahren. Du bist doch schon ein großer Polizist. Ich will aber... Na gut. Oh, wir haben Zeitlimit. Ja, ist klar, ne? Wir müssen rechtzeitig in den Feierabend gehen, weil sonst gibt's Schläge von der Frau. Oder von der Freundin, je nachdem. Alsemir hat ja eine Frau und Ben hat, glaub, gar nichts. So, das hätten wir. Schluss für heute. Wir wollten doch eigentlich Frühstück holen. Ja, stimmt. Oh. Irgendwie keine Sorry. Zeit für. Oh, ich brauche jetzt ein Steak. Ja, ja, natürlich. Ich esse zum Frühstück auch immer gern Steak mit Pommes frites. Pommes frites habe ich am liebsten am Morgen früh. Naja, die zwei Jungs denken eh nur ans Frühstück. Und generell ans Essen. Ist auch in der Serie so, zum Teil. Ja. Die Serie ist jetzt eigentlich, ja... Ben ist ja eigentlich weg von Alarmstufe 11. Der ist erstaunlicherweise nicht gestorben, weil es so ziemlich alle Kollegen von dem wir bis jetzt getan haben. Der ist einfach gegangen. Irgendwie auf Welttournee, weil er halt toll Musik spielen kann. Was er auch in echt kann. So. Frage freigespielt, die Autonomen, Frühstück mit Charlie, der Tuner Club. Ach, wir haben Tag 2 schon freigespielt, alles klar. Ich würde sagen, pro Aufnahme machen wir so einen Tag oder so. Dann haben wir das in, ich glaube, es sind 7 oder 8 Tage. In 7 oder 8 Aufnahmen haben wir es dann durch. Nicht 7 oder 8 Parts, ich werde das immer in so 20, 25 Minuten Parts cutten. Genau. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich lieben gerne einen Daumen hoch freuen von euch. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare wieso, dann kann ich das eventuell noch ausbessern. Genau, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder Verbesserungsvorschläge oder Tipps, was ich alles machen könnte oder sollte oder muss oder keine Ahnung, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich bin generell eine Person, die gerne Kommentare liest. Ich liest ja auch ziemlich alle, auch wenn ich nicht darauf antworte. Dann bin ich entweder zu faul dafür oder ich halte es nicht für nötig, aber ich werde sie lesen. Genau. In dem Sinne danke ich euch vielmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Genau. Infos in der Beschreibung zu dem Spiel und ja, in dem Sinne,
Arrivederci, mis amigos, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.